So, Runde Nummer 3 im Free Practice im Training. Heute die dritte Runde. Morgen dann hoffe ich Qualify. Normalerweise könnte ich auch morgen das Qualify in Rennen aufnehmen. Und ich habe nicht mal eine Frühschicht, aber erstmal gehen wir ins Training rein. Wir haben natürlich schon alles soweit erledigt. Stecker, Klimatisierungsprogramm und alles geschafft. Jetzt geht es nur darum, wie schnell sind wir endgültig. Das heißt, wir werden jetzt wirklich alles versuchen. Wenn irgendwo ein paar kalte Kabel rumliegen und du einfach nur in kurzer Hose hier sitzt, ist schon nicht so lustig. Naja, das können wir hier hinhängen und schon habe ich meine Füße wieder. Gut. Session Intro. Autoeinstellung. Ich möchte maximale Geschwindigkeit hier haben. Und natürlich ist unsere Benzinlast, ja, ich weiß, wieder extrem hoch. 5 auf 2, okay. Reifendruck vorne, rechts, unten, rechts auf maximal. Okay. 5 Kilogramm Sprit mit. Was für Reifen haben wir denn noch? Da zweimal Softies noch, wovon einer davon schon angefahren ist. Ja. Versuchen wir erstmal die angefahrenen Reifen. Und gucken wir mal, wo wir jetzt hängen. Wir werden natürlich auch mal gucken, wie lange eigentlich unsere gebrauchten Softies wirklich halten und warum es so dunkel ist hier in Österreich. So, anbremsen, erste Kurve. Sehr schön durch. Natürlich ist das nicht das Setup, was wir im Rennen fahren werden, da wir ein Regenrennen vor uns haben. Oh, die beiden Passagen sind noch die schlimmsten. Alles gut. Tut mir leid, ich wollte es nicht so weit nehmen. Sehr schön durchgekommen. Mal gucken, wo wir jetzt gleich oder am Ende stehen. Mick, gib uns ein Tow. Bisschen Gras geklippt, aber egal. Mick ist auf der Innenseite, ist jetzt außen. Ach, bisschen den Exit verkackt. Aber wir fliegen und wir fliegen und wir fliegen und wir fliegen und wir fliegen. So eine Minute 8 mit neuen Reifen. Das geht auf jeden Fall noch schneller mit neuen Reifen, aber ich muss sagen, das war in Ordnung. Das Auto fühlte sich auch extrem stabil an und das, obwohl wir fast keinen Abtrieb haben. Und dann wirklich auf maximale Geschwindigkeit gegangen sind.
Der Haas sieht gegen uns keine Schnitte, auch nicht, wenn wir die Motorleistung runterziehen und ein paar Kurven verkacken, hat der Haas einfach keine Schnitte gegen uns. Wollte der Haas wahrscheinlich auch gar nicht. Wahrscheinlich haben ihn jetzt quasi quer rübergezogen. Aber 1 Minute 8, 4, 2, 5. 1 Minute 7. Also Ricciardo ist auf jeden Fall greifbar. Mit neuen Reifen. Aber ich muss auch sagen, die Reifen hat noch genügend Grip gehabt. Und es sah echt gut bei uns aus. So, wir haben weiterhin die Reifen drauf. Die Reifen werden noch 16 Runden, ungefähr 11 Runden noch halten. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal kurz rein. Benzin lasst 11 Runden und sollen sie reichen. Wir nehmen für 14,8 Runden mit. Und werden jetzt versuchen, vielleicht nochmal schneller zu werden. Wer weiß das schon, vielleicht geben ja unsere Reifen noch ein bisschen was raus. Ich hoffe, ich habe noch genügend Zeit, mal kurz hier was einzustellen. Ja, habe ich. Erstmal Musik wieder auf Dauerschleife machen. Abfahrt. Hier verkacken wir das auch immer ein bisschen. Aber gut, müssen wir mit durch. Ach komm. Seht hier fast komplett Full Throttle. Eigentlich bin ich da auf Full Throttle. Dann voll auf der Bremse. Gut einlenken. Lenkrad versucht wieder wegzugehen. Das ist so eine kleine Lücke. So ein kleiner Buckel, der das Auto so ein bisschen abheben lässt. Auf der Vorderachse. Ah, ein bisschen auf Gras gekommen mit links außen. Das war aber gut. Das ist gar nicht mal so gut. Boah. Der Grip lässt so langsam echt nach. Egal, wir versuchen jetzt die Reifen einfach nur Fritte zu fahren. Und so viele Runden, wie es so geht. Zwei Sekunden fast langsamer. Scheiße. Die Reifen haben echt das Beste jetzt hinter sich. Muss ich mal aus dem aufnehmen, wie das Lenkrad hier teilweise reagiert. Das ist wirklich phänomenal. So, jetzt hier mehr als im letzten Augenblick bremsen. Gerade stellen und wieder raus zu beschleunigen. Nehmen wir hier ein paar Zehntel wieder weg.
Sehr schön auf der Linie geblieben. Schnell zurückgezogen. Und die Reifen, die, da ist nichts mehr an den Reifen. Da kommt auch nichts mehr wieder zurück. Bei Terry Potter hat man eine 1,6. Abflug, 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 Abflug. Aber noch schnell genug gewesen, dass keine gelben Flaggen gekommen sind. Ja, hat man gerade schon gesehen. Mich ein bisschen auf der Strecke jetzt mal konzentrieren. Da ist einfach mal nichts mehr in den Köcher drin. Dann hinter uns jetzt ein Mercedes, der ein bisschen Schub machen möchte. Aber aktuell fahren wir noch auf der Strecke weg auf der Geraden. Aktuell kann der Mercedes nicht mit uns mithalten, auf der Geraden. Aber natürlich in der Kurve wird er wesentlich mehr Grip haben als wir. Sind immer noch 2 Sekunden langsamer als unsere Topzeit. Wie die Motorleistung runtergedreht? Nö, auf Standard sind wir. Boah. Jetzt fahren wir auch jetzt rein. Wir wollten jetzt wesentlich früher aufs Gas drauf gehen, indem ich den Lenkrad nicht so weit eingelenkt habe. Hier müssen wir halt noch viel Lenkeinschlag mitnehmen bei der Reifen. Oh, hier haben wir jetzt riesen Zeit gewonnen. So schlecht war die Kurve gar nicht am Anfang. Gar nicht mal so schlecht.
Aber wir sind nur 11 Schnellster. Ja, sieht aktuell gar nicht mal so gut aus für uns. Apropos nicht so gut aus. Also, ich hab noch ein bisschen was zu trinken, wollte ich gerade sagen. Die Reifen sind auf. Die Reifen sind sowas von fertig. So, versuchen wir. Guck mal, wir sind da mindestens 1,7 Sekunden schneller. Ihr weiß, was das heißt. Wir werden am Ende noch auf jeden Fall eine Runde schmeißen. Um halt zu zeigen, dass wir auch die 1,7 packen können. Sind nämlich aktuell sind wir auf dem 15. Das ist einfach viel zu wenig für uns. Wir wollen da unten raus. Mindestens ist Platz 8 bei uns angedacht. Jetzt können wir rausfahren. Lass mich raus. Ja, da fuhr gerade ein Red Bull raus. Und hinter uns ein Aston Martin. Der uns auch auf den Geraden nicht packen kann. Standardgemisch rein und dann. Die Frage ist, wenn wir jetzt den ersten Martin vorbeilassen, wie sehr geht er uns auf der Strecke auf den Sack? Und denn aktuell erst außerhalb unseres Windschattens, er kriegt die Dirty Air. Was gut ist. Aber wenn wir ihn jetzt vorlassen, ne, können wir nämlich in seinem Windschatten fahren. Problem nur ist, dass er erst dann auf der Stelle gerade nicht so schnell ist wie wir. Dafür aber in den Kurven brutal gut abgeht. Noch nicht die gute Runde. Da geht noch was, da ist noch was drin. Eine Runde müssen wir noch durchhalten. Ne, das war's. Okay, gut. Mehr kriegen wir nicht rausgehauen. Für uns ist es enttäuschend. Natürlich. Wir machen jetzt den ersten Martin mal ein bisschen Platz. Natürlich ist das für uns jetzt enttäuschend. Nur Platz 12.
Leider. Da wird nichts mehr. Wir werden uns auf jeden Fall nicht verbessern. Platz 12 ist das Maximale, was wir raushauen können. Kimi Räikkönen auf Platz Nummer 14. Wenn das im Qualifying so ist, kommen wir nicht ins Q2. Wir werden natürlich im Quali alles auf eine Karte setzen und versuchen rauszureißen, was noch rauszureißen ist. Aber Stand jetzt werden wir einfach nicht schneller. Kann vielleicht mit meiner Tagesform zusammenhängen, auch vielleicht, weil es gleich 8 Uhr ist und ich so ein bisschen müde bin. Aber das sind alles nur Entschuldigungen. Hamilton mit einer 1,6 und wir haben, glaube ich, haben wir wenigstens die 1,7 bei uns dran stehen. Ja. Zumindest das haben wir. Wir haben nicht wirklich viele Abflüge gehabt, was nicht gut ist. Für uns. So, es bleibt natürlich so, wie es ist. Nix ändert sich. Kimi hinter uns. Wo ist denn unser Teamkollege? Jack Atkins auf Platz 21 zwischen den beiden Haas. Schneller, die geht ja mal so hin, aber nicht wirklich viel schneller. Da muss noch ein bisschen was kommen. Aber gut. Ein bisschen überleben. Vielleicht müssen wir sogar von hinten das Feld versuchen aufzuräumen. Es macht mir persönlich Spaß. In dieser Schwierigkeitsgradstufe zu spielen. Boah. Kriegen natürlich Schluck auf und rüpsen rein. Ja, sehr schön. Okay. Wie wir jede Menge Entwicklungsboni, die wir kriegen. Sehr gut. Level up. Ja, ich habe natürlich Anerkennung zu was und so weiter, habe ich natürlich höher gestellt. Weil wir sind ein neues Team, haben das erste Rennen gewonnen. Mit Abstand. Nehmen wir die vorletzten Dreher weg. Ja, haben wir in der Simulation das zweite Rennen. 15. Platz. Wo wir jetzt aktuell uns nicht drin bewegen. Und auch das zweite Rennen fliegt definitiv raus. Nichtsdestotrotz müssen wir noch irgendwo Zeit finden. Nachrichten, Spielberg. Kurve Nummer 3. Die ich ständig als Kurve 2 bezeichne, muss unbedingt aufpassen. Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen, diesen kleinen Knick in der Geraden als Kurve 2 zu bezeichnen. Stehst du? Egal. Ja. Kurve Nummer 3 ist auch die Kurve, die uns am meisten Kopfzerbrechen macht. Ihr müsst euch vorstellen, Kurve Nummer 1 ist runter. Vom Startziel, dann könnte dieser Rechtsknick. Den kriegen wir ja schon relativ gut hin. Dann da oben dieser kleine Bogen soll die Kurve Nummer 2 darstellen. Da können wir mit DRS fliegen wir da durch. Und nach der DRS so und die Rechtskurve, die mehr als 90 Grad ist, das ist da, wo mein Lenkrad die ganze Zeit weggeschossen wird. Und wo ich verdammt viel kämpfen muss mit dem Lenkrad. Aber nichtsdestotrotz können wir natürlich jetzt ein bisschen was machen. Upgrades technisch. Upgrades, people, upgrades. Ja. Von der Power her sind wir voll dabei. Also, muss ich ehrlich sagen, da sind wir gut dabei. Chassis oder Aero. Ja, ich würde das immer Aerodynamics nennen, nicht Aerodynamics. Kommt von der Aero aus. Ne? Heckflügel klingt doch mal cool. Dann haben wir hier noch zwei Upgrades. Und hier können wir auch noch rein. Verbesserte Querlenker machen wir, weil wir hier vorne einfach wenigstens haben. Und das führt sogar bis nach Belgien, bis Spa fährt. Ich will übernächstes Rennen ist Spa. Wird das denn? Spa, meine persönliche Lieblingsstrecke. Geil. Naja, ich würde sagen, Qualified, komplette Qualified sehen wir dann morgen. Gehe ich stark von aus.
Weil meine Autoteile werden nämlich morgen definitiv nicht kommen. Die habe ich auch da erst bestellt. Damit mein Auspuff wenigstens wieder dicht ist. Ja, ich habe ein bisschen was meinem Auto gemacht. Das werdet ihr auch in einem vielleicht Video sehen. Ich habe nämlich mein GTI so ein bisschen anderen Auspuff unten drunter gelegt. Aber das sehen wir alles. Das sehen wir alles mit der Zeit. Bis zur nächsten Folge und ciao.